Wollte ich die Gelegenheit noch mal nutzen, noch mal zwei, drei Sätze wirklich zu sagen. Also erstens, ich bin wirklich überwältigt von dem Ergebnis. Ich wurde gefragt, ob ich damit gerechnet habe. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet, muss ich sagen. Bin da auch stolz, dass es so ein tolles Ergebnis ist. Bin sehr dankbar für die, die mich gewählt haben. Bei den Wählern bedanke ich mich. Bedanke mich auch ausdrücklich bei denen, die mich nicht gewählt haben, die aber zur Wahl gegangen sind. Weil, das muss man einfach so sagen, bei diesem Wahlergebnis, auch wenn es für mich gut ist und ich mich freue und ich mir das auch nicht ausreden lasse, ist eine Wahlbeteiligung von knapp über 30% und da ist noch eine Menge Luft nach oben. Dann möchte ich mich natürlich bei allen bedanken, die mich unterstützt haben in den letzten, muss man sagen, Wochen, weil das ist eine besondere Situation, das ist eine Ausnahmesituation, die man dort durchlebt. Ganz besonders natürlich musste die Familie das ertragen, die Eltern. Meine Eltern mussten das ertragen, meine Frau, die Kinder mussten eine Menge aushalten. Du brauchst jetzt nicht Ja sagen an der Stelle. Und auch die aus dem Stadtrat, die Parteien, die Fraktionen, die mich dort mit unterstützt haben. Und ich verstehe das auch als Wertschätzung der Arbeit, die ich in den letzten Jahren geleistet habe. Auch bei denen aus dem näheren Umfeld, die Freunde von der Fußgängerzone, diejenigen wissen jetzt schon, wen ich dort meine, die mich unterstützt haben. Besonderen Dank natürlich auch an Eckert. Wir haben in den letzten 6 Jahren sehr gut zusammengearbeitet. Wir werden auch in den nächsten Wochen und Monaten gut zusammenarbeiten. Das, was wir zu klären hatten, das habe ich immer gesagt, das wird, also er kommt nicht zu mir, ich komme zu ihm, wird in dem Büro geklärt und wir haben nicht dieses Hallenser oder Dessauer Modell gewählt, wo das dann nach außen getragen wird. Ich bin ihm sehr dankbar, ich konnte da viel lernen und ich glaube, das bleibt in der nächsten Zeit auch so und bin da auch stolz, wenn man von einem der dienstältesten Oberbürgermeister dort ein Amt übernehmen darf irgendwann, dann ist das auch, glaube ich, kann man das mit Stolz tun. Habe ich jetzt noch was vergessen? Nein, ich glaube weiter. Die Frau habe ich schon erwähnt. Ach so, und jetzt als letztes hat die gesagt und als allerletztes eine ganz große Überraschung natürlich. Alle, die da sind und hierher gekommen sind, die Freunde mit der weitesten Anreise wollte ich dann natürlich erwähnen. Der Oberbürgermeister von Bretten ist da, Martin Wolf, mit seiner Frau. Verbindet das schon seit dem ersten Peter- und Paul-Fest eine sehr, sehr enge Freundschaft, auch über das Dienstliche hinaus. Und da freue ich mich auch darauf, dass wir also auch als Privatpersonen für diese enge Verbindung stehen, ja, und dort als gutes Beispiel vorangehen. Das gibt eine ganz, ganz enge Verbindung zwischen Bretten und Wittenberg, zwischen den Vereinen und so weiter. Und da gehen wir beide auch völlig ohne Amt und ohne alles gehen wir dort als gutes Beispiel vorweg mit Elke. Ja. Und da freue ich mich drauf, auch dieses Jahr wieder Ohrbatzen essen und schön baden-württembergischen Wein trinken.